Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Project Red V12. Mit mir dabei ist der gute Olli. Guten Tag. Und für mich wird das heute eine komplett entspannte Folge, aus dem einfachen Grund, ich muss heute Folge nichts machen. Es wird heute eine Olli-Folge. Oh mein Gott. Ja, so okay. Fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. Also letztes Mal haben wir ja das ME-Netzwerk vorgestellt mit Point-to-Point. Genau. Da würde ich jetzt gerade mal hier in den Keller gehen und unsere provisorische Verkabelung anschauen, wenn ich die Leiter treffe. Ja, die Leiter ist manchmal ein bisschen schwierig. So. Oh, die ist natürlich nicht so schön wie unsere Demonstrationsaufbau, aber funktional, sage ich mal. Funktioniert genauso, aber man könnte es an diesem Konstrukt jetzt hier ehrlich gesagt schlecht erklären. Schwer erkennen, ja. Mhm. Also da sind jetzt quasi vier Netze miteinander verbunden. Einmal hier die Werkstatt. Mhm. Und dann geht's runter in die Unterwelt. Unterwelt, Ja, Kleider hast du weit. Ja. Dann ab die Lutz. Ich muss ja bloß die Shift-Taste drücken, dann gleite ich schneller, ne? Ich mache immer mal freier Fall und drück dann wieder drauf. Ja, ich bin unterwegs. Deshalb ist es riskant. Bin unterwegs hängen geblieben. Gut. So, bin gleich da. Ja, da komme ich. Sanft angeschwebt. So, pack mal wieder ein. Ein bisschen weiter runter musste. Aber das ist überlebbar. Ja, meine Knie haben sie überlebt. Also das ist das Kabel von. Das ist das Kabel von hier oben. Gut. Genau. Das sehen wir hier noch, drei Netze sind angeschlossen, also drei Kanäle sind belegt. Mhm. Es geht jetzt in die weiten Unterwelten des Bedrocks. Mhm. Und ich glaube, wir könnten eventuell auch einen Sneak Peek sehen auf Dinge, die wir noch gar nicht sehen sollten. Dann müssen wir hier mal kurz hochhüpfen. Und so. Ja, ich bin wieder fähig hochzuhüpfen. Hier haben wir ein bisschen Wolle. Das ist Schrecke. Das ist keine Wolle. Ah, doch, da vorne haben wir noch da Wolle. Vorne. Das Rote ist, das Orange ist Wolle. Ja, ist Wolle. Ich verrate nichts. Ich weiß auch ehrlich gesagt. Okay, ich weiß auch nicht wirklich genau, was sie alles damit bezwecken, aber wir werden es dann sehen. So, dann gehen wir mal hier ein Stückchen weiter. Dann haben wir hier die erste Abzweigung. Die geht dann zur Mobfarm und zur Schmelze hoch. Kleinen Moment, ich habe hier einen Zaungast, der mitspielen möchte, aber dem ich gerade hier mal den Mund verboten habe. So. Ja, geht dann hier halt hoch. Ja, genau. Das ist der, den wir schon kennen. Ne? Hier Mannschaft ist die. Okay, er fährt hoch. Ist okay. Da hat sich ja eigentlich überschaubar viel nichts getan, ne? Eigentlich. Da hat sich nichts geändert, außer dass jetzt halt hier auch das komplette ME-Netzwerk angeschlossen ist. Hm. Ja. Den Weg zur Schmelze nach oben spare ich mir mal, da ist genau dasselbe Spiel, da geht hier ja. Das Kabel weiter. Genau. Runter. Okay, du bist eine Ebene über mir beim Runtergehen. Okay. Merkwürdig bei dem Aufzug, aber ist egal. So. Jetzt weiter zur Bonsai-Farm und dem geheimen Labor. Das geheime Labor, oh, da freue ich mich ja so schon drauf. Da hat er gebaut und gebaut am Wochenende. Wie ein Verrückter. Nein, Verrückter nicht. Wie immer verrückt halt. Nein. Noch nicht mal wirklich übertrieben. Schön strukturiert. Ja, übertrieben aber schon. Also es ist größer geworden, als ich es wollte. Ja gut, Ein bisschen größer darf sie ruhig werden. Und gegen die ganzen Mob-Geräusche müssen wir mal was tun, ne? Ja. Da kommt er. Das Ende. Okay. So. Okay, ich lasse dich vorgehen. Den geheimen Schacht rein. Hier kommt das Kabel dann an. Aha. Hier haben wir dann auch das Point-to-Point-Modul. Aha. Und ein 32er Kabel. Genau. Ist zwar nicht viel dran, aber ja, das kommt noch. Eben, also wir haben ja noch Ausbaumöglichkeiten. Gut. So, wo wollen wir anfangen? Egal.
Das, was wir schon mal quasi hatten, die Craft hatten wir schon mal vorgestellt, oder? Ja, Craft haben wir schon mal gezeigt. Ich glaube, die sind jetzt hier drin. Selbe Spiel, bloß halt mit mehr Zeug. Ich zeige es einfach mal ganz kurz. Um Emeralds zu produzieren, brauchen wir Emerald Acorn und Emerald Resin. Das Rezept legt man hier rein. Und wenn er genügend davon hat, baut er dann quasi Emerald. Genau. Und da es so viele Rezepte sind und wir nur 9, glaube ich, reinkriegen pro Glaube Crafter. 8, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 sind es. 8, okay, dann sind es 8. Brauchen wir ein paar mehr, weil wir ja mehr Bäume da haben. Jupp. Da hat er oben ein bisschen ausgebaut. Das ist fast dann schon wieder am Ende, ne? Na, okay, ist egal. Genau. Am Ende dann zeigen, wie es da oben aussieht. Dann hier noch die Redstone-Furnace, wo halt das schmelzbare Zeug reinfließt. Und oben mal drauf guckst. Na? Ja. Ich habe es erwischt. Das Conduit, da hast du einen Filter drin, dann siehst du dann, was in die einzelnen Dinger reinfließt. Okay, und was rauskommt, wird sowieso so oder so rausgezogen. Da war gerade Richtig. Lapis, habe ich noch ganz kurz im Augenwinkel gesehen. Dann schauen wir mal oben. So, darf hier auch Lapis rein? Ja, hier darf Lapis rein. No. Dann haben wir hinten noch unseren multidimensionalen Abfall. Da Da fließt haben. im Endeffekt alles, was Überlauf ist, rein. Und auch alle Endprodukte. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber ihr werdet doch sehen, warum. Wir haben nicht nicht wirklich übertrieben im Moment, nein. Doch haben wir. Aber ist egal. Hier war noch nichts drin. Dann schauen wir uns kurz mal die. Fangen wir hiermit an. Hiermit, okay. Da haben wir ja auch. Biofuel. Richtig, da haben wir ja schon mal drüber gequatscht und das haben wir auch in verschiedenen Modpacks schon mal gezeigt. Bioreaktoren können, wenn sie mehrere Items haben, effektiver sein. Und jetzt kommst du. Warum so viele? Da fließen jetzt die ganzen Saplinge und die ganzen Blätter rein. Effizient ist das leider nicht, weil da meistens immer nur einzelne reinfließen. Die warten ja nicht, bis alles voll ist, sondern werden direkt durchgemahlen. Ja. Aber ja, besser ineffizient als gar nichts. Und es füllt sich auch so langsam. Vom Prinzip her, das ist ja auch eher wieder ein Abfallprodukt, ne? Nö, da haben wir doch hier noch ganz schön den formschönen Generator, Ah, stimmt, genau. wo wir dann aus dem Biofuel bis zu 11 kRF rausholen können. Okay, du hast jede Menge Turbinen eingebaut. Ich habe ein bisschen größer gebaut, ja, aber dafür hat es jetzt auch hier so ein Stöpselchen fürs Ah. Netzwerk. Bonsai Biofuel. Sehr schön. Aber das Stöpselchen ist auch auf 9000 limitiert, dass ich mindestens 2000 für meine Anlage hier habe. Klar, das macht ja völlig Sinn. Ja. Und wenn leer, dann halt leer, nicht? Aber ich Richtig. glaube, das war noch nie leer, oder? Nee. Naja, Nee. dachte ich mir. So viel verbrauchen wir momentan noch gar nicht. Das Ding Okay. tickt vielleicht mal mit 500 RF und das war's. So, dann gehen wir mal weiter. Hier ist der schöne Item-Conduit-Plan, mit welchen Farben wohin gehen. Okay, ja gut, wenn man so viele Wege hat mit Item-Conduits, dann sollte man sich vielleicht das auch Ja, weil irgendwann verliert aufschreiben. man einfach den Überblick. Und wenn man mal So, eine hier Woche haben nicht mehr da war, dann vergisst man es wir. komplett. Richtig. Das sind jetzt quasi die Bienchen, die wir alle oben hatten zum Testaufbau. Richtig, gehen wir mal ganz kurz die Maschinen durch. Wir hatten das mit dem Mutagen-Producer hatten wir schon, den hatten wir auch schon, den Genetic-Sampler hatten wir auch schon und den Imprinter hatten wir schon. Ja, Aber den hatten wir noch Analyzer ist nicht. neu, genau. Fangen wir mal ganz hinten an. Okay, ganz hin. Ganz hin ist gut. Weil hier kommt das Zeug an. Okay. Hier fließt dann alles rein, was aus den APRs. Apiaries ankommt. Genau. Dann zieht der Orange raus. Das sind quasi verarbeitbare Produkte. Da Orange kommt hier. zum einen hier die Coms rein in die Zentrifuge. Die hatten wir das letzte Mal schon. Ja, die haben wir schon gezeigt, genau. Den Squeezer, dass du das Honeydew nochmal durcharbeitest und Honey rauskommt, ja, okay. Das ist Ja, noch das ein. brauche ich halt für den Analyzer, weil der nämlich die Drop-Levels flüssig haben. Ja klar, hau mal in so eine Maschine so komische Drops rein. Der ist dann Ja. gelutscht danach. Okay. Und die Bienen werden dann halt auch aus der Kiste über Orange rausgezogen und landen hier im Analyzer. Das heißt, alle Bienen, die von oben kommen, werden erstmal analysiert. Und dann wandern sie weiter hier in die Sammelkiste. Genau.
Ganz kurz zur Sammelkiste. Ich war noch ein bisschen unterwegs und habe nur ein bisschen was gesammelt. Vom Prinzip her kam aber tatsächlich nur raus Forest und Wintry und Meadows habe ich gesammelt gehabt. Was anderes habe ich nicht wirklich gefunden. Ein bisschen gezüchtet habe ich noch, da kommen wir aber dann gleich noch dazu, wenn wir hier uns die Komplettvorstellung hatten. Und hier noch zur Besonderheit, das ME-Netz, das ist ein Subnet. Das heißt, okay. Ich sehe hier wirklich nur, was hier im Subnet drin ist. Aber das, was hier drin ist, wird auch exportiert in unser Hauptnetz. Das läuft hier über ein Interface. Mhm. Das Interface, wenn man nichts einstellt, stellt alles bereit. Und dann haben wir hier einen Storage Bus aus unserem Hauptnetz. Mhm. Damit kann ich dann gucken, was quasi hier drin ist in dem Netzwerk. Mhm. Also wenn ich jetzt im Hauptnetz gucke, dann sehe ich genau dasselbe, was hier auch drin ist. Mhm. Da wiederhole ich mal die Vermutung, die wir schon ein paar Mal hatten. Das war irgendein Bug, der irgendwann mal in dem Modpack drin war. Oder der in dem Mod drin war. Und sie haben dann einfach drin gelassen. Nur eine Vermutung. Also hier, genau. Also hier das ME-Interface, wie er schon gesagt hat, es ist nichts drin. Man sieht nichts hier. Und es ist einfach der Storage-Bus dran. Und der normalen ME-Netzwerk dran. Genau. Irgendwas stirbt hier. Das sind die Schmetterlinge, irgendwann verrecken die. Okay. Na gut. Ja. Gut. Zur Erklärung vielleicht noch, du hast gesagt, das ist ein extra Netz. Subnetz hieß es ja dann, glaube ich, offiziell immer, ne? Genau. Ja. Genau. Das war das, was wir letzte Woche ja auch angeteasert haben. Mal angeteasert haben. Da kann ich halt, ich belege quasi einen Kanal aus meinem Hauptnetz, beziehungsweise das, was aus dem Point-to-Point ankommt. Und habe hier wieder Dutzende Maschinen dran. Mhm. Also hier sehen wir schon Import, Export, hier noch ein Storage Bus, hier noch ein Export, ein Import. Und das kostet mich im Point-to-Point-Netz quasi nur einen Anschluss. Genau. So kann man sich dann auch die Dinger noch ein bisschen erweitern. Man kann das natürlich auch so sehen, dass hier ist eine abgeschlossene Einheit und aus der abgeschlossenen Einheit werden nur Dinge herausgezogen, die auch wirklich hier in irgendwelchen Storages liegen. Genau. Und dafür ist dann dieses ME-Interface und dieser Storage Bus eben dann zuständig. Ist eine wunderbare Geschichte. Das ME-Interface könnte man jetzt auch noch konfigurieren, dass ich sage, es sollen nur bestimmte Items rausgezogen werden. Mhm. Dann sehe ich nur die bestimmten Items in dem Hauptnetz. Hat halt den Nachteil, ich sehe dann wirklich nur ein Stack von dem Item-Typ. Mhm. Und sehe nicht, wie viele wirklich da sind. Ja. Weil wir haben jetzt hier 1096 Propolis und 527 Pollencluster als Beispiel. Und man würde nur ein Stack sehen. Sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so kritisch aus, aber wenn wir jetzt irgendwas craften würden aufgrund dieser Items, die es hier gibt, könnten wir nur so viele Items craften, wie wir aus diesen 64, die aus dem Interface kommen, craften könnten. Genau. Mag vielleicht für manche jetzt nicht so wild klingen, aber wir kommen noch zu Dingen, die sind wilder. Demnächst in diesem Kino. Richtig. Oh, hier hängt noch der Analyzer rum, von unterwegs. Jo, das war's eigentlich groß im Ganzen, weil hier sind dann nur noch die ganzen Gänge, aber noch nichts drin. Da laufen halt nur die Kabel zu den Bonsais und jetzt zu den Bienchen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben, weil der ist oben noch umgebaut und das kann man sich ruhig mal angucken, ne? Nur außen, ja. Ja, genau, meine ich. Innen war ja. Außer dass jetzt hier noch eine Open Block Elevator ist statt Treppen. Leitern. Ja. Doch eine Sache ist dazugekommen hier. Die Compacting Drawers sind, glaube ich, dazugekommen. Stimmt, die sind dazugekommen. Die sind frisch und neu. Ja. Da sieht man auch, es war auch dringend notwendig, dass wir hier nochmal ausbauen, weil wir haben hier 3.500 coole 6.000 Quarz, 10.000 Glowstone Dust. Moment, ich muss mal auf die andere Seite gucken. 4.000 Emeralds, 3.599 Diamanten und 38.000 Clay. Okay. Wir können einen Töpferkurs anbieten, ne? Mittlerweile. Mhm. Okay, gut. Wenn wir hier nochmal in das Hauptnetz reinschauen, kannst du ja mal Bienchen gucken, dann siehst du dann genau die Produkte, die wir oben hatten, unten hatten. Genau. Interessant, ich sehe ein B-Plug. Okay. Da hatten wir doch, glaube ich, die Bienen angeschlossen, also das Zeug draußen. Ja, ja, ja.
Nicht, dass du das irgendwo angeschlossen hast und man sieht es über irgendein Interface oder so. Nee, glaube ich aber nicht, dass es geht. Okay. So. Hier hat sich nichts geändert. Hier sind noch ein paar dazugekommen. Genau. Die sind auch noch nicht schön dekoriert. Da hängen noch die Kabel rum. Genau. Es ist aber mal schön, dass man das auch sich so anschauen kann. Und zwar, wenn man jetzt hier rangeht an den Bonsai-Pod und das Item-Conduit. Du hast hier nichts konfiguriert, glaube ich, im Item-Conduit, oder? Nur, dass er raussaugt, mehr okay. nicht. Also nur quasi Pfeilrichtung nach unten, alles raussaugen, was hier drin entsteht. Genau. Wie die Bäume entstehen oder wie die alle gekommen sind, haben wir ja schon mal gezeigt. Wir sind jetzt bei dem dritten Tier. Ein Tier würde uns noch fehlen, aber ganz ehrlich gesagt, die Sachen, die dabei rauskommen, sind nicht so wirklich interessant. Was liegt denn hier rum? Okay. Nehmen wir einen Moment. Die im Boden eingelassen sind noch die Berries. Genau. Den reicht es nämlich nur, wenn sie Licht nach oben haben. Den Rest kann man verstecken. Okay. Ja, hier ist noch nichts drin. Ich habe noch zwei neue zugepackt und die drei anderen vom letzten Mal. So. Auch hier ist ein aktives drin. Genau. Und da sehen wir auch schon eine, die wir zwischen den Folgen gezüchtet haben. Eine sehr schöne, denn die sorgt nämlich, wenn wir hier gucken, für den Regeneration Buff. Das ist jetzt nicht wirklich notwendig, aber mehr gibt ihn halt. Und sie produzieren ein bisschen schöne Sachen. Und zwar, wenn wir hier gucken, Usage, aus denen kommt raus Royal Jelly und Dripping Comp. Und Royal Jelly kann man dann verarbeiten zu Honig zum Beispiel. Und irgendwas Besonderes war es noch. Ambrosia, genau. Ambrosia kann man daraus machen. Und dann kriegen wir noch eine Harfe und hocken auf der Wolke, ne? Nee. Genau. Okay. Ja, hier hinten sind auch noch halt, Moment, ich muss nur ganz kurz zeigen, wie man an die Bienchen kommt. Die Imperial kommt aus einer Majestic und aus einer Noble. Die Majestic kommt aus einer Cultivated und einer Noble. Und die Cultivated kommen aus einer Forest und einer Common, also irgendeiner Grundform und einer Common Draw. Ihr müsst euch da eigentlich nur durchklicken und Cultivated und Common Noble, Majestic. Und was war das letzte noch? Moment. Eine war noch relativ wichtig unterwegs und zwar war das die, nein, das war falsch schon. Die Industrious war, glaube ich, noch wichtig aufgrund von, oh Gott, was hat sie wieder gemacht? Die hat Propolis, glaube ich, hergestellt, ne? Es waren Pollencluster und Stringy Combs und aus den Stringy Combs kommt Propolis raus. Und aus Propolis, das braucht man für manche Dinge, um hier eventuell noch was Neues zu basteln. Wie Genetikfilter oder Species Itemfilter oder solche Geschichten. Das funktioniert nur mit Propolis, deswegen braucht man die Industrious und die sind auch, glaube ich, Grundvoraussetzung für ein paar folgende. Wir haben jetzt hier gar nicht so großartig weitergemacht, aus einem simplen und einfachen Grund. Wenn wir uns jetzt die Agrarian Queen als Beispiel anschauen, aus der kommt raus Wheaten Comp. Und Wheaten Comp, wenn man es in der Zentrifuge zerlegt, kommt Wheat, Honey und Honey Drop raus. Ne, Beeswax und Honey Drop. Man könnte sich quasi ganz viele der Materialien, die wir hier mit Bonsai-Bäumen machen, hier, zum Beispiel Osmium, könnte man sich auch mittels Bienchen basteln. Wir haben uns jetzt entschieden, wir machen das mit Bäumchen. Oder ich habe entschieden. Okay. Soweit ich weiß, der Butzim hat das mit Bienchen hier einiges gemacht. Genau weiß ich es nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich lasse mich da mal gerne überraschen. Und wir haben, wie ihr gerade gesehen habt, keinen Materialmangel. Wir werden bloß demnächst ein bisschen ein Materialproblem haben. Aber das werden wir noch lösen. So. Hier sind auch noch ein paar Bäumchen dazugekommen, aber ja, sonst hat sich nicht großartig geändert. Was auch noch ganz nett bei den Bienchen ist, man kriegt mit der Zeit ganz viele Blümchen ringsrum. Genau, ganz viel Farbe. Genau, da haben wir die Industrious Queens. Oder die Industrious. Was wir im Vergleich zum letzten Mal anders gemacht haben, wir haben eins haben wir rausgenommen. Was war denn das nochmal? Das müsste noch im System, glaube ich, liegen oder in der Kiste. Keine Ahnung, ich muss mal schnell schauen. Was wirklich grundsätzlich halt, nein, das wäre wenn dann hier, glaube ich, gewesen, oder? Wo war es denn? Ich sehe es wieder mal nicht. Glaube ich, noch in der Kiste, oder? Ich weiß es nicht. Du hast aber Kisten aufgestellt, die habe ich nicht abgebaut.
Okay, da, Kiste. Territory, genau. Genau, das Territory Upgrade haben wir rausgenommen für das. Da haben wir eine. Information. Da ist nichts drin. Ach so, okay. Ja. So, da. Für das Automation Upgrade. Dieses Automation Upgrade verbraucht 10% mehr Energie. Das ist der Nachteil. Der Vorteil dabei ist, Bienchen, die rechts liegen, werden, wenn es funktioniert, nach links geschoben. Das heißt, das, was da hinten rauskommt, die Prinzessin, kommt dann wieder nach links rein und die Drohnen, die vielleicht rechts kommen, füllen links die Drohnen auf. Alles, was nicht aufgefüllt werden kann, wird dann quasi durch die Conduits, die unten dran sind, herausgezogen. Und ich sag mal, Territory haben wir jetzt nicht so das große Problem gehabt. Jetzt aber noch, genau, wir haben noch einen offenen Punkt gehabt. Das letzte Mal, wo es um Bienchen geht, haben wir uns noch gewundert, wie heißt die Brille. Also ich habe mich gewundert, wie heißt die Brille. Ja, ich weiß, das sind die sogenannten Spectacles. Ah, jetzt wo du es sagst. Ne? Ich hab's so langsam wieder. Ja, mit den Spectacles sehen wir sehr genau, welche sich hier gewandelt haben. Ja, das sehen wir also viel besser, wenn wir die Brille abnehmen. Kann man es noch erahnen, dass das hier etwas anderes ist und das hier als das hier. Ist aber mit den Spectacles deutlich angenehmer. Und dafür brauchen wir dann quasi den Crafter und den Analyzer, um uns entsprechend Bäumchen dann rauszuziehen. Ich war dann noch ein bisschen in Dörfern unterwegs und habe mir dann von einem netten Händler noch einen guten Crafter geholt, einen Proven Crafter, der hat 150. Mit dem schlägt man dann quasi die Bäumchen, die Blätter hier ab und dann bekommt man auch einen Setzling und den Setzling muss man analysieren. Und die Händler hatten auch noch ganz interessante Angebote und da musste ich natürlich zuschlagen. Zum Beispiel Papaya Sapling, ich weiß gar nicht, ob wir den gecraftet haben oder nicht, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dann gab es hier noch ein paar Pecan, Mundane, Silverlime, Wild Cherry, ein paar Sachen sind auch wild gewachsen. White Willow. Der hatte mich auch interessiert gehabt. White Willow. Hatte der nicht ein schönes Holz? Genau, der hatte so ein komisches grünliches Holz zum Beispiel. Ah, er könnte hier aus dem Jungle und Hilly Cherry rausgekommen sein. Genau, das könnte auch daraus gekommen sein. War relativ einfach. Aber auf jeden Fall, ihr braucht Bienchen zwischen den Bäumchen, dass die hin und her pollen. Und die Industrious sind, glaube ich, welche, die sind am besten. Wir können mal ganz kurz noch in dein ME-Netzwerk nochmal reingucken. Da müssten ja noch ein paar Industrious rumliegen. Hold Shift für Details. Sieht man jetzt hier leider nicht, aber die sind normalerweise, soweit ich das weiß, mit die besten. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, falls es nicht richtig ist. Ist aber egal. So wichtig war es auch nicht. Aber ihr braucht auf jeden Fall Bienchen für die Bestäubung von Bäumen untereinander. Wir können jetzt noch abbauen und mit dem Analyzer noch angucken. Nee, das könnt ihr mal selber ausprobieren, hätte ich gesagt. Oder? Ja, ne? So, haben wir hier noch irgendwas Hübsches Neues? Jede Menge Blümchen hast du ja jetzt, ne? Ja, wie gesagt, die kommen ja von den Bienchen. Mhm. Ansonsten, nö, also hier oben muss noch ein bisschen Deko gemacht werden, also die Wege hier runter noch geführt werden, die Verkleidung für die Kabel. Ja, mich wundert es ja echt, dass du keine Facades hinsetzt, also keine diese von Ender.io, die eingefärbten Blöcke, die man einfach drüber stülpt. Heißen die Cable? Die hier oben verwendet habe. Ja, genau, die Conduit-Facets. Da bin ich schon dazu gekommen. Die fehlen okay. Unten noch. Okay, weil du hattest nämlich an manchen Stellen die etwas anders verkleidet. Dachte ich ursprünglich mal. Oder? Nee, das sind alles die sind alles Fassaden. Okay. Nur die Steintexturen, die habe ich halt ein bisschen im Wechsel genommen. Hm, okay. Auf jeden Fall ist das meiner Ansicht nach eine der hübschesten Ressourcenfarmen, die man sich vorstellen kann. Wundervolle Bäumchen. Finde ich echt schön gemacht. Ist nicht so ein Haufen von Maschinen, die irgendeinen Scheiß machen und irgendwas produzieren wollen. Er versucht zu schlafen, doch es hat funktioniert. Wirklich schön gelungen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie gefällt es euch? Schreibt es in die Kommentare. Aber an der Stelle
da wir jetzt hier gerade nicht wirklich was Neues noch haben. Doch, wir haben eigentlich noch was Neues. Wollen wir das heute noch machen? Nee, das machen wir das nächste Mal. Ja, wir haben noch was. Aber dann machen wir das nächste Mal. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten bleibt uns nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.